Der nächste Veränderungssprung wäre also diese Verunmöglichung, der Dreifachverunmöglichung, aber wie das bewerkstelligen? Es wird von den mystischen Todesglobalisierern, von diesen Weltherrschaftsobsessionalisten vollkommen verkannt, die Wiederkehr des Mangellochgenerators ist sowieso unvermeidlich automatistisch und deren sukzessive Auslöschungsmaschinerie bewirkt gar nichts. Jetzt ist wieder eine Zeit angebrochen mit allumfassendem apokalyptischen Grundgefühl in der ganzen Weltbevölkerung. Die anderen sagten, nein, es geht gar nicht um Apokalypsen, die Welt geht nicht unter. Es geht immer nur um Erfrischungs-, Anfrischungs-, Auffrischungsbewegungen der Erneuerung des alten Lebendigen. Auch wenn es diesmal nicht Millionen, sondern ein paar Milliarden Auszulöschende zu regulieren gilt, ändert das am Prinzip nichts. Was aber wir meinen, ist, dass vielleicht an einigen Ecken des Daseins doch ein paar Aufgewachte sein könnten, die dieses Prinzip zwischen Auslöschung und Wiedererneuerung nicht politisch zu lenken versuchten, sondern verstünden, dass die wahre Verunmöglichung der Verunmöglichung so auf diesen, durch diese direkten Hebel der Vernichtung des Wiedergebärens, also dieses karmischen Prinzips, nicht funktioniert, sondern dass das vermutlich nur dann hinhaute, wenn das, was im letzten Video gesagt wurde, ein Moment wie eine Auslöschung, einer Aufhebung der Unmöglichkeit durch eine Verunmöglichung der Verunmöglichung wie ein Kristallisationskeim funktionieren müsste in der Nichtsvirtualität des Nichts, sodass hier kristalline Starrstrukturen des Parmenides entstünden, eben wie schwarze Löcher, die sich dann logarithmisch ausbreiten und das dann zu Ende gedacht, am Ende aller Zeiten alle schwarzen Löcher, wieder alle anderen schwarzen Löcher sich wechselseitig verschlungen haben würden, sodass dann die wahre Inertheit des Nichts, die Aufhebung des ewigen Wiedergeburtenkreises, des ewigen Wiederkehrkreises erreicht wäre. Aber auch dann muss man sagen, ist das in seiner Glückseligkeit so pappsatt voll gefressen von sich selber, dass das wieder aus allen Nähten implodieren wird. Denn sonst wäre nicht denkbar, dass sein geworden wäre als erneuter Bruchspalt in der seligen, glorreichen Inertheit nichtigen Seins und die ganze Chose wieder von Neuem beginnt. Dann ist auch so eine utopische Vorstellung möglich, wenn das wirklich so eine von mir erzeugte Kristallisationsstruktur in Aufhebung der Unmöglichkeit durch neue Verunmöglichung möglich ist. Dann wäre das vielleicht so wie in diesem Roman The Old Creek Bridge, dass dann für jeden Menschen am Ende seines Lebens die eigene subjektive Apokalypse sich einstellte, dass so wie in dem Film dann plötzlich ein übergroßer Planet auftaucht,
der von mir aus jetzt hier diesen ganzen Busen der Artemis ausfüllt. Und dann, um damit anzuzeigen, morgen bin ich da und wir werden uns vereinen, so dass wir beide nicht mehr gewesen sein werden. Oder dass es noch weitergeht und ein logarithmischer Zeitsprung passiert wie in einem Traum, der ja auch ein paar Sekunden zu ganzen Epen, zu ganzen Bhagavad Gitas, zu ganzen 1000 Seiten einer einzigen Geschichte oder 1000 Stunden eines einzigen Films zusammen verdichten kann. Also in den letzten Minuten, Stunden, Sekunden des Lebens dieser Film abläuft, eben dieser Kristallisationskeime, die alle Welten, alle Universen in sich aufsaugen, vernichten, alle Galaxien ineinander stürzen lassen. Und man ist mitten darunter und erlebt seine eigene Vernichtung mit. Und zuletzt der gähnende Schlund des letzten schwarzen Mega-Schwarzlochs mit dem anderen letzten Mega-Schwarzloch und vielleicht noch mit dem dritten daneben stehenden Mega-Schwarzloch, die sich nun ineinander verschlingend auflösen in gleißende Helle und dann zerstrahlt alles in Nichtgewesenheit. Und beginnt dann nicht erneut? Das ist eben dann die Frage. Aber bevor alle anderen Materie, Genießensmaterie-Teilchen sich wechselseitig ineinander aufgelöst haben würden, kann das nicht anders als immer weiter zu machen, sich umzuformen, umzuwandeln und kommt nicht zu einem Ruhepunkt der Erlöschen, der Erlösung, der endgültigen Auflösung von denen, von der Buddha träumte, sprich vom zweiten Tod des Arts und nicht vom ersten der karmischen Wiederkehr-Notwendigkeiten.